Ja. Das Ende der Welt. So where should I put this annihilator? In the name of all beings on Earth, I wish to apologize to the Pan-Galactic Service. That's great, but the Annihilator is already on. I can't take it back now. Is there a way to disarm it? Well, actually, if you throw it in water, it won't work. Well, I've got to go. I have 8 planets on my list to destroy. Robot, we need water and we need it now. There's a fire hydrant over there. Fire hydrant. Fire hydrant. Vera, quick, do something. Fire hydrant. I'm malfunctioning again. Ja, Melika hatte wirklich recht, wir wollten es aber nicht sagen. Melika hat echt recht gehabt. Wir müssen ein Wasserloch machen und die Ente da reinschmeißen. So einfach, ja. Genau, nein, das habe ich letztes Mal versucht. Ja, da musst du ein Loch graben mit der Schaufel, Schatz. Aber wir müssen dann den Hydranten finden. Weiter rechts, du musst, glaube ich, ein Stück Schlauch finden. Genau, wir brauchen einen Schlauch. Der hängt überall ein Stück rum. Ich weiß nicht genau, wo. Ich habe den letzten Mal auch sehr viel gesucht. Überall hängt, glaube ich, ein Stück Schlauch. Genau, da hing auch eins. Da hing eins und noch zwei. Ich glaube oben an der Tür. Rechts. Nein. Da. So, hin. Yeah. Ah, da, genau, am Gitter hängt eins. Ey. Yeah. Das war eben so grabs mit Schieben locker. Genau, so. Ah, wir müssen den mit abdichten. Klebeband. Motor? Wo ist der Klebeband? Weiß ich nicht. Das Klebeband. Wunderbar. Wenn er nicht hält, dann tun wir den Klebebandhersteller verklagen, weil er hat die Welt vernichtet. Er funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Wasserrad, um das Wasser anzustellen. Hat so ein Wasserrad. Das ist ein Wasserrad. Wir machen das Wasser an. Ja. Nimm den Vernichter. Schwimmen. Yay. Du hast alles verpasst für uns. We took care of the bomb. Robot, can you hear me? It looks like I need to reboot the robot. Also, wir müssen den Roboter dann starten. Also, Feodorani, wir haben die Ente ins Wasser geschmissen und haben damit den Vernichter der Welt entschärft. Okay, starte den Roboter neu, Schatz. Okay, ihr dürft wieder raten. Der arme Roboter, wir müssen ihn neu starten. Genau, wir haben ein sehr interessantes Gespräch mit Leonardo gehabt. Ein E wird geraten. Ich finde es auch schön, dass ihr jetzt hier noch mitmacht. Weil, wie gesagt, und sogar, ihr kriegt morgen einen extra Stream von Christian. Ich finde das sehr schön, weil ich meine, wir können uns halt nicht teilen, ne? Badewanne. Nee, das passt nicht. Das ist ein E. Ein R wird geraten, ein A, ein B. Noch 3 Fehlversuche, Leute. Überlegt euch, was ihr ratet. Yay. Ja, ich weiß noch nicht, was es sein soll. RR. Ist das ein I oder ein L? Ist das ein I oder ein L, Fio? Melika, nein. Twitch hat ewig gebraucht, um sich neu aufzubauen. Ich habe alles verpasst. Melika, ab wann hast du denn verpasst? Dann können wir dir erzählen, was passiert ist. Dann brauchst du nicht so lange warten. L? L war falsch. Also, was hast du als letztes gesehen? Ein I. Okay. Nur 2 Fehlversuche, Leute. Ja, ja, passt mal auf, was für Buchstaben ihr nehmt. Ist aber nicht schlimm, dann starten wir einfach nochmal neu. Ach, ab da, wo wir bei Gott die Spiele durch hatten. Also, wir hatten die Spiele durch bei Gott, haben mit Leonardo noch eine Runde gequatscht, sind dann in unser Zeitalter zurück und mussten dann den Vernichter der Welt entschärfen. Und Melika,
Du hattest ja den Tipp gegeben, schmeiß den in die Badewanne. Ja, wir haben eine Wasserpfütze mit Wasser gefüllt und haben ihn da reingeschmissen und haben damit den Ende der Weltente entschärft. Genau. Genau. Da hat nämlich eben auch der Duwa dich zitiert, dass du das ja eben geschrieben hast, schmeiß den in die Badewanne. Oh, Minika, du hast eine Hyperfeier verpasst. Aber wir feiern dich jetzt noch. Ja, ich rette die Welt, schreibt sie. Ja, genau. Vernichter. Könnte sein, dass es Vernichter heißt. Gib mal einen T ein, Schatz. Ja, ein N. Vernicht-CH. Ja, richtig. Black hat's erraten. Vernichter. Neustart. Thank you, Vera. I'm malfunctioning more and more lately. I think it's time I had a tune-up. When did you start malfunctioning? A long time ago, after I was dropped from the third floor and shipped from the factory. How about I take a peek inside? Perhaps there's just a loose wire or a short circuit or something. Be my guest. It looks like your motherboard has been broken and I'm amazed you're functioning. Okay, deine Hauptplatine ist ein Riesenchaos. I had no idea. I'll try to fix you now. Wir müssen die Hauptplatine reparieren. Kein Wunder, dass er nur noch knapp funktioniert. Besser gesagt, eigentlich müsste er gar nicht mehr funktionieren. Eigentlich. Ja, und er wurde aus dem dritten Stock geschmissen. Da war wohl jemand sehr sauer auf ihn. Schatz, du diese alte Technik doch mal zusammenbauen. Ich wette, die finden wir noch nicht mal in unserem alten Computer mehr. Es ist ja von 98 das Spiel, also so lange ist es nicht. Dieses Glitzer-Ding, das ist der Lüfter, Schatz. Nee, das ist der Lüfter auf dem Motherboard. Hier, da links. Schatz, da links, das ist die andere Hälfte des Lüfters, das ist die. Genau. Ja, wir können jetzt, ich mache ja hier, ne, ich studiere Medieninformatik, deswegen kann ich euch ja auch ein bisschen was erzählen, was da was ist. Ein bisschen. So. Dann haben wir da die Schlitze für bestimmte Karten. Das passt zusammen, Schatz, da. Weiter links. Ich mache alle so ein bisschen. Ja, das da unten, genau, das passt da unten dran. Ja, da, genau. So, und da kommen irgendwelche Karten rein. Irgendwo oben. Ja, da oder weiter weg. Nee, das kommt schon dahin, wo du es gerade warst, aber du hast es nicht richtig gemacht. Ja, weil du nicht weißt, welches Teil dazu was gehört. Weiter rechts. Sieht nach da aus. Genau. Kommt das da in die Ecke? Ja. Das kommt da unten hin. Das da kommt. Um wie vor wird der Livestream morgen sein, fragt Fiodorani. Weiß ich noch nicht von. Wann habt ihr denn Zeit? Frag mal so. Ja genau, wann habt ihr Zeit? Der ist ja nur exklusiv für euch. Genau. Für die Leute, die jetzt Dishonored gucken wollten, ihr sagt, wann ihr Zeit habt. Und wir machen den Livestream dann, wenn ihr Zeit habt. Aber nicht zu früh, ich muss noch schlafen. Und nicht zu spät, wir wollten noch unseren Adventskalender füllen. Wir wollten zum Schokoladen gehen. Unten ist das Teil, genau das da. Ich habe nur keinen Platz. Oh, kein Platz. Ich sehe nicht, was noch dahinter ist. Ja, das Teil kannst du gleich wieder in die Hand nehmen, das kam da in das Loch rein. Ja, ich weiß. So, plupp. Gleich haben wir plupp. Die Plantine fertig. Plupp. Melika kann den ganzen Tag. Und willst du es erklären? Pio was kann ist? Ab 17 und 18 Uhr. Warte. Willst du es erklären, was ist? Ja, ist ein bisschen schwer, ne? Also unten kann man Karten reinstecken. Oh ne, das ist der Arbeitsspeicher, genau. Das sind genau. Die Schlitze für den Arbeitsspeicher unten. Das was? Das sind dann für die Karten, ne? Ja. Genau, das sind für die Karten. Was ist das oben rechts? Das dürfte Stromanstecker sein. Das ist kein Stromstecker. Die breiten Stromstecker. Sicher? Sehen aus wie so Jumper-Dinger, wo man Jumper draufsetzen kann. CPU. Und wir bauen ihn zusammen, komm. Unten links ist noch eine Batterie. Ja. Welche Batterie ist das? BIOS. Richtig. Thanks, Vera. Also mach mal. You're welcome. Uh-huh. And now it's time for me to go. You're the best robot of all time. Goodbye, Vera. Be sure to come back again. I hope I won't have to. Connecting to Laboratory 2008. So, also jetzt nochmal, weil der Chris hat mit reingelabert.
du. Schulz.